Wir sind die Kölner Wikipedia-Community und wir engagieren uns ehrenamtlich für freies Wissen. Die Inhalte von Wikipedia sind ja komplett ehrenamtlich erstellt, sowohl Fotos als auch Texte und dann frei benutzbar, auch Videos und solche Sachen. Aber Wikipedia findet eben nicht nur im Internet statt, sondern wir haben in Ehrenfeld einen lokalen Stützpunkt seit ein paar Jahren, wo wir zeigen, dass da echte Menschen dahinter stecken, mit denen man reden kann und die einem auch zeigen können, wie man selber damit machen kann. Also die Motivation, sich bei Wikipedia zu engagieren, ist sehr, sehr unterschiedlich, ist sehr divers. Jeder Mensch, jeder und jede Wikipedianerin, Wikipedianer hat so eigene Hintergründe. Es muss insgesamt Spaß machen. Es geht um freies Wissen, also man stellt Dinge bereit. Das, was man macht, wird auch gesehen und gelesen. Es ist was anderes, wenn man für die Schublade schreibt, wie zum Beispiel an der Uni, aber wenn man für eine der größten Websites der Welt schreibt und dort dann auch von Tausenden und Zehntausenden von Menschen gelesen wird. Die Kölner Wikipedia-Community erstellt natürlich nicht nur Inhalte über Köln, genauso über Asteroiden und Eichhörnchen zum Beispiel. Aber die Kölner Themen sind natürlich sehr spannend und es wird viel darüber geschrieben und viel fotografiert. Es wird festgehalten, was in der Stadt vorgeht, wie sich die Stadt verändert und über die Stadtgeschichte und solche Kunst, über Kultur, über Menschen und über Dinge, die vielleicht morgen nicht mehr da sind.